Hallo und herzlich willkommen im Nerd-Zeitalter bei einer neuen Folge von Strange Horticulture. Ja, da habe ich in der letzten Folge wohl einiges an Blödsinn gemacht. Ich habe gerade nachgelesen, eigentlich nur weil ich diese Rätselscheibe hier, ich wusste ja, es gibt eine Pflanze, ich kam aber nicht drauf und ich wollte jetzt auch nicht noch zum 100. Mal, das kann man machen, wenn man alleine zu Hause sitzt, aber hier im Let's Play ist es vielleicht nicht ganz so toll, deswegen wollte ich jetzt nicht zum 100. Mal alle Pflanzen durchlesen, durchblättern. Also habe ich nachgelesen und habe daraufhin festgestellt, dass alle diese drei Karten man schon hätte entschlüsseln können und entsprechend da auch Pflanzen hätte bekommen können. Ja, wir machen das jetzt alles mal nacheinander. Also, die erste Entschlüsselung, mit der wir diese Box hier aufbekommen, ist Clavillium. Einer Legende zufolge kann Clavillium jedes Schloss öffnen, egal wie komplex oder sicher es ist. Also suchen wir uns unser Clavillium. Da ist Clavillium. Und dann öffnet sich tatsächlich auch schon das Schloss. Die erste ist der Leichenfreund, nichts für Kinder. Dann kommt der Knöchelgreifer, der Verschwinder. Die dritte bringt große Angst. Die vierte löst einen Fluch. Und zuletzt ein Blütenblatt für das schwarze Blut. So steht's im Buch. Und damit haben wir auch, spätestens jetzt hätten wir drauf kommen können, dass diese Pflanze nicht eine der ersten Pflanzen für das Ritual ist, sondern wir haben sie hier alle fünf aufgezählt. Außerdem haben wir den Hinweis bekommen. Moment, das ist einfach viel zu voll hier. Da. Folge dem Dadde-Nebenfluss zu seiner Quelle. Und zwar Dadde-Nebenfluss. Ein Dadde-Nebenfluss. River Erd, River Esk, River Dadden. Könnte der sein, aber da haben wir ja letztens schon geklickt. Also würde ich behaupten, es ist der hier. Und das kann ja auch folge dem Dadden-Nebenfluss. Das ist der Nebenfluss. Ich habe diese Pflanze noch niemals vorher gesehen und hier wächst sie in Massen. Ich bin froh, dass dieses Wissen nicht mit der Schwesternschaft gestorben ist. Meine neue Pflanze bekommen. Du kleines Schnäuzelchen. Gehst nach da oben. So, außerdem. Jetzt müssen wir ein bisschen gießen. Wo haben wir denn unsere Gießkanne? Da. Ein bisschen Marias Atem gießen. Ach so, wir sind fertig. So geträumt beim, So. Der erste Buchstabe des lateinischen Namens einer Pflanze, die als güldenlich bekannt ist. Ich weiß nicht genau, was oder wie oder warum ich das getan habe, aber. Oh, wow, es ist aber groß. Das Güldenlicht ist ja die weinende Belle. Und hier haben wir ein L. Ich weiß nicht, wie ich auf Hartwurzelkraut kam. Keine Ahnung. Aber wir haben hier ein L. So. Außerdem brauchen wir
Die Anzahl der Blütenblätter einer glückbringenden Kabaljablüte. Wo wir bei 6 waren. Ne? Das hatten wir ja auch. Und damit sind wir bei, genau, L6. L6. Ja. Oder auch nicht. Das ist immer ein super Moment, wenn man sich hundertprozentig sicher ist. Und es dann trotzdem nicht stimmt. So, wir haben Güldenlicht, das weinende Bell heißt, oder halt auch Lamentius Nixus. Ich war mir doch ziemlich sicher. Kabalia. Jetzt muss ich aber nochmal nachgucken. Kabalia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. K, L, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe mich gerade verklickt. Ach, das ist super nervig. So, nächster Versuch. L, 2, 3, 4, 5, 6. Ich pausiere das Ganze mal kurz. In der Zeit kann das hier wieder voll lernen. Und wir sehen uns in 2 Minuten wieder. Zauberhand. Jetzt war es gerade umgesprungen. Ich hatte mich etwas erschrocken. Zauberhand. Und schon haben wir es wieder voll. Ich erkläre es euch. Also entweder, weiß ich nicht, werden die Rätsel wirklich immer komplizierter oder ich bin einfach sehr unaufmerksam. Ich weiß es nicht, aber Achtung. Die Blüten der Kabalia bestehen fast immer aus 6 Blütenblättern. Wenn man eine Blüte mit 7 Blütenblättern findet, soll das Glück bringen. Wir sind also nicht bei L6, sondern bei L7. Ein komplett totes Quadrat, warum auch immer. Naja, die Spitze vom Berg ist mit drauf, ne? Aber ja. L7. Los geht's. Zack, 2 Pflanzen gefunden. Ich schlendere durch das Weideland und halte ab und zu an, um eine Wildblume zu begutachten, die mir ins Auge fällt. Butterblumen, Gänseblümchen, Schlüsselblumen, roter Klee, Flockenblumen, Ferkelkraut und versteckt darunter auch Neues für meine Sammlung. Zack. 2 neue Schätzchen bekommen. 1 und 2. Kriegen wir euch doch hier vorne irgendwo unter? Jetzt wird's doch wieder voll. Ich hatte mich beschwert, ne? wo sind die anderen jetzt hin? Da. So.
Schritt Nummer 2. Achso, jetzt müssen wir wieder gießen. Wir lernen auf jeden Fall daraus, diese Hinweiskarten kann man immer sofort lösen. Also das ist nichts, was man irgendwie erst später lösen kann. Das ist ein sehr langer Mittwoch übrigens. So, wir sind wieder voll. Ich habe einfach weiter erzählt. Wir widmen uns der nächsten Hinweiskarte. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen aufräumen. Ja, das machen wir. Und zwar habe ich hier ja ganz wild irgendwie angelegt und gesagt, weiß nicht, nein, weiß nicht, ja. Achtung, wir sprechen hier von den Höhenmetern. 803 ist der Old Man. Ja. Und Bofell ist 902. Zack. Und dann wird uns dieser Quadrat hier angezeigt. Wenn wir mal gucken. Ja, das hier. Der beeindruckende Gebirgskamm der Crinkle Cracks erstreckt sich über mein gesamtes Sichtfeld. Für Tage wie diesen lohnt es sich, am Leben zu sein. Eine farbenfrohe Pflanze fällt zwischen dem Moos auf. Du siehst ja stylisch aus. So. Du darfst mal hier oben hin. Fantastisch. So. So nämlich. Jetzt gießen wir wieder ein bisschen. Und dann erkläre ich euch den letzten Hinweis. Also ein bisschen macht es ja Spaß, wenn man die Rätsel irgendwie vorher kennt. Wo ich auch schon quasi den ersten Schritt hatte, aber... Achtung, Drehscheibe war richtig. Da. Und ich hatte es auch schon zum ersten Mal richtig angelegt. Aber der Endmoor hier mit dem Raben ist hier. Da legen wir dann wieder die Scheibe an. Und dann gehen wir zu der Spinne. Tada! Tja. Eine Dohle, die sich irgendwo in der Nähe versteckt, kräht. Seltsam geformte alte Steine schauen aus dem Gras heraus. An einigen von ihnen wachsen Pflanzen. Und zack, bekommen wir zwei neue Pflanzen. Und da sind auch die für das Elixier. Eindeutig. Du bist neu. Du bist auch neu. So, eindeutig ein bisschen aufgeräumt. Wir haben hier noch den Taler. Die Scheibe. Das wieder zurück. Das brauchen wir am nächsten Tag für die Dame. Wir könnten noch das Elixier herstellen. Machen wir das. Ach ja. Das machen wir. Ein Blatt mit 5 Spitzen für mehr Mut. Hatten wir uns doch schon rausgesucht. Und zwar... Beste hin. Da, Liebchenblatt. Nummer 1. Eine rote Blüte zum Schutz des Verstandes. Eine Rotblüte.
Hüte zum Schutz des Verstandes. Ich glaube, da waren wir hängen geblieben, ne? Augenhell war es nicht gewesen. Jetzt haben wir hier noch eine neue bekommen. Geringes Marienblatt ist gelb. Das kann es auf jeden Fall nicht sein. Die Frühlingswachskappe ist ein Pilz. Das ist mittlerweile das Weiß. Okay, Kerzenholz. Das könnte es sein. Eine rote Blüte zum Schutz des Verstandes. Kerzenholz bildet eine rote Blüte aus, die einen schützenden Effekt hat und vor allem vor geistigen Krankheiten bewahrt. Das ist es. Und dann haben wir die Samenkapsel für das Glück. Die ja. Sekunde, wo haben wir es? Scharfschnipp ist. Scharfschnipp. Scharfschnipp soll bei korrekter Zubereitung Glück bringen. Die grünen Samenkapseln des Scharfschnipp haben eine harte äußere Schale und klingen hohl, wenn man sie antippt. Im Süden nennt man diese Pflanze Schoten von Bayonne. Und das muss diese hier sein. Eindeutig. Sag mal. Obwohl die Kugeln weich aus sind, sind sie tatsächlich recht hart. So. Nö. Ah! Das war jetzt nicht so schlau gewesen. Okay, irgendeine von den dreien ist es anscheinend nicht. Nein. Ich muss wieder dahin, wo du hingehörst. Jetzt muss ich erstmal hier kurz sortieren. So, so, so. Und dann haben wir das Liebchenblatt. Das kommt hier zwischen. So. Wir machen das hier einfach mal kurz wieder dicht. Und begrüßen Simone. Lord Fremont hat mir erzählt, dass er dir beim Beschaffen von Informationen über den Diener helfen konnte. Ich habe die ganze Bibliothek abgesucht, aber das Einzige, das ich entdecken konnte, ist ein Schimmelproblem. Ich hatte gehofft, dass du vielleicht etwas Süßhauch hast, um das mit dem Schimmel zu lösen. Palianz, Palianz. Haben wir. So, Allianz. Dazwischen kommt Allianz NPR, sehr gut. Und Lorena Chapman. Meine Cousine wird in 3 Tagen heiraten. Wenn du Wegehütchen da hast, würde mir das die Mühen ersparen, selbst danach zu suchen. Wenn du meine Cousine kennen würdest, dann wüsstest du, dass sie die Mühe nicht wert ist. Okay. Ich erinnere mich.
es war irgendwas sehr Unspektakuläres. Das Wegehütchen wird traditionell als Dekoration auf Hochzeiten genutzt und man glaubt, dass es Beziehungen stärkt. Ein Querschnitt der kleinen tassenförmigen Blüten, die zeigt, sie zeigen generell nach unten, damit sie nicht mit Wasser füllen und so einen leichten Zugang für Bestäuberinsekten bieten können. Das passt nicht so richtig, ne? Glockenförmige Blüten und herzförmige Blätter. Die Blüten sind blau. Ja, das passt aber, ne? Nee, das passt nicht. Ein bisschen auf Risiko, ne? Wege, Hütchen. Da muss ich dazwischen sortieren. Und dann du. So. So. Wir schauen auf jeden Fall noch schnell in den neuen Tag rein und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das Problem dann hier erledigt hat. Das kann ich so nicht stehen lassen. Wobei man ja sagen muss, ne? So weit. Das letzte Stück war ja nur, weil ich aus Versehen nochmal drauf geklickt habe. Aber, ja. Wir ziehen eine neue Karte. 8 Meilen nach Osten. Der Hirte beobachtete sie, wie sie die Blätter und Wurzeln, die sie benötigte, vorbereitete. Stunden vergingen und er sah sich alles an. Die Sonne ging unter und sie arbeitete bei Kerzenlicht weiter. Wie eine Tänzerin bewegte sie sich um die Steine herum. Die Veränderung trat so plötzlich wie subtil ein, sodass der Beobachter zuerst gar nichts bemerkte. Doch dann sah er es. Es regnet. Wieder das Gleiche. Es donnert, es gewittert sogar. Da. Acht Meilen nach Osten von Gothforth aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Während ich das stille Wasser des Sees betrachte, merke ich, wie mich sein reflektierendes, schwarzes Wasser in eine Art Trancezustand zieht. Hier und dort wachsen am Ufer Pflanzen, die ich nicht kenne. Und ich würde, glaube ich, gerne versuchen, direkt einmal diese Münze hier zu verwenden. Bevor wir weitermachen.
Und wir klicken direkt auf Goth Force. Ich hätte nicht herkommen sollen. Über dieser Stadt hängt die Dunkelheit wie ein Henkersbeil. Ich fühle, wie die Furcht in mir aufsteigt. Okay, was wir mit der Münze machen sollen, weiß ich dann nicht. Tja, dann begrüßen wir den ersten Kunden. Du bist hier mit den Pilzen. Also, er hat tatsächlich diese verdammten Pilze gegessen. Und natürlich ist er jetzt krank. Können wir irgendwas tun? Ihm geht es wirklich schlecht und ich mache mir Sorgen. So, wenn er wirklich die Bauernsorge gegessen hat. Die Bauernsorge war doch... nur in sehr kleinen Mengen sicher zum Verzehr geeignet. Bauernsorge, oft tödlich. Ein Gegenmittel kann aus der königlichen Gänse hergestellt werden. Dann probieren wir das doch jetzt einfach mal. Wo bist du denn? Rantium, was machst du denn da? Lärchenschein gehört da auch nicht hin. J, K, L. Da kommt der Lärchenschein hin und ich habe, da habe ich sie gesehen. Sehr gut. Und Forest, wer... ich war in Black Comb. Ich habe den Diener bekämpft und er ist überlebt. Doch mein Gegner steht noch auf seinen Beinen. Er muss fallen. Ich für meinen Teil muss sagen, dass ich mich schäme, dass ich mit der Sache abgeschlossen habe. Und meine Seele könnte nach dem Schrecken, den ich gesehen habe, etwas Elixier des heiligen Quentins zur Stärkung vertragen. Das war das Elixier, weswegen man weniger Angst hat, ne? Ich weiß ja nicht. Das hatten wir beim letzten Mal versucht herzustellen. Aber wir haben gar keine andere Wahl, ne? Ja, dann machen wir das doch nochmal mit dem Tipp. Ja, soweit sind wir. Die Schreibung der drei Pflanzen im Rezept für das Elixier des heiligen Quentin klingt nach Pflanzen, die ich irgendwo in meinen Regalen habe. Ich muss sie nur finden. Mhm. Nachdem ich das Rezept für das Elixier des heiligen Quentin genauso studiert habe, denke ich, dass ich Liebchenblatt, Kerzenholz und Schafschnipp brauche. Okay. Soweit waren wir tatsächlich richtig. Dann habe ich eine dieser Pflanzen falsch identifiziert. Ja. Spannend. Wir lesen uns nochmal Kerzenholz durch.
Kerzenholz bildet eine rote Blüte aus, die einen stützenden Effekt hat und vor allen Arten von geistigen Krankheiten bewahrt. Lange, dünne Stängel wachsen zwischen großen Blättern. Rote Früchte. Aha. Rote Früchte, lange, flache Blätter. Das sind Früchte, das sind keine Blüten. Bildet eine rote Blüte aus, die einen schützenden Effekt hat und vor allem lange, dünne Stängel wachsen zwischen großen Blättern. Lange, dünne Stängel wachsen zwischen roten Blättern. Ich fürchte, wir haben die hier irgendwann mal falsch identifiziert. Strahlend rote Blüten werden am Ende der dünnen Stängel ausgebildet. Die hier sieht doch am ehesten danach aus, oder? Die ist es nicht. Also ich kann gar nicht so richtig sagen, was das hier sein soll. Aber das passt doch am... Das hier passt doch am ehesten. Das wüsste ich nicht, wie das mit diesen beiden Bildern übereinpassen sollte. Ich würde auf jeden Fall sagen... So. Und das würde bedeuten, dass die hier richtig ist. Und wir versuchen das nochmal mit dem Elixier. Neues Elixier erhalten. Das sieht gut aus. Elixier des heiligen Quentin. So, und dann haben wir das hier ist Scharfschnipp. Scharfschnipp. Der ist auch offensichtlich identifiziert. Meine Güte, ist das hier eng. Und du bist Kerzenholz. So, das ist richtig. J. So. Wir müssen auf jeden Fall ein ganz Stück weiter nach vorne. Hier vorne haben wir sehr viel Platz. Aber das machen wir ein andermal. Du sollst dein Elixier bekommen.
Und ein Brief erreicht uns. Es gibt da diesen hasserfüllten Mann, den ich manchmal in der Stadt sehe. Er heißt Isidor Burbage. Gestern habe ich gesehen, wie er sich zu einem Streuner hinunterbeugte, doch anstatt ihn zu streicheln, schlug er ihn so stark er konnte. Ich bin hinübergelaufen, doch der Feigling hat sich aus dem Staub gemacht. Eines Tages bekommt er, was er verdient. Satchel, Kelch. Satchel. 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 Nein, das wollte ich nicht. Satchel. Da. Satchel. Und dann brauchen wir den Kelch. Der Kelch in Weiß bringt mich direkt an einen Ort südlich von Setschel, neben einen See. Vom Moos bedeckte Steine säumen das Ufer, sie fühlen sich samtig an. Unter diesen feuchten Bedingungen wächst eine tödlich aussehende Pflanze in großen Mengen im saftigen Gras. Ja, eindeutig tödlich aussehend. So. Aber ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viele Tage. Und einen machen wir noch. Ach, Moment. Warum ist denn hier kein Haken dran? Wir haben doch die königliche Gänse ja richtig mitgegeben. Ich würde gerne mir eine große Rätselfolge nur für diese fünf Blumen hier aufheben. Ich habe gerade getestet, ob man die hier irgendwie ablegen kann. Kann man aber nicht. Und ich bin auch gar nicht so fit, merke ich gerade. Auch so was Rätsel können und so angeht nicht. Deswegen würde ich diese Folge beenden, mitten am Tag. Und in der nächsten Aufnahmesession dann aus meinem Urlaub wiedergekehrt, rätselfroh weitermachen. Bis dahin habt ihr ja ein bisschen was zu gucken gehabt. Entschuldigung. Habt ihr ein bisschen was zu gucken gehabt? Und ich kann noch mal so ein bisschen sortieren, die Pflanzen und so, bevor wir dann, ich würde behaupten, auch so was das Archiv angeht oder so, werden wir so langsam gegen Ende uns befinden. Also wahrscheinlich das Finale dann der nächsten Aufnahmesession. Ja, mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe euch auch. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Bleibt gesund, bleibt uns treu und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao.